Hallo, in meinem letzten Video hat ein Zuschauer gefragt, wie ich Sky Safari und den Field of View Indikator benutze. Das ist ein sehr schönes Feature, was ich immer gerne benutze. Von daher würde ich das gerne mal kurz in diesem Video erklären. Viel Spaß. Also, wir sind hier in Sky Safari und wenn ich meine Aufnahmen in Sky Safari plane, versuche ich die Zeitpunkte so zu wählen, dass ich meine Objekte möglichst lange fotografieren kann. Ich mache das normalerweise in zwei verschiedenen Arten. Als ich mit der Astrofotografie angefangen habe, habe ich mich daran immer orientiert, was ist genau Richtung Süden, weil im Süden der Meridian verläuft. Das ist genau der Punkt, wo die Objekte im Transit sind. Das heißt, da, wo sie den höchsten Punkt gerade am Himmel überschreiten und man mit seiner Montierung normalerweise den Meridianflip macht. Das klingt jetzt zwar alles ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach, wenn man so eine Standardmontierung hat, eine Equatorial Mount. Der kann aus dem Osten heraus tracken und dann bis zum Meridian. Das ist hier im Süden so eine gedachte Linie, die senkrecht hochgeht. Und beim Meridian muss ein sogenannter Meridianflip gemacht werden. Das heißt, die Montierung muss einmal von links nach rechts umkippen. Dann steht das ganze Bild auf dem Kopf und dann kann die Montierung weiter tracken von Süden in Westen, bis die Sachen untergehen. Ich orientiere mich eigentlich immer Richtung Süden, weil Richtung Norden steht mein Haus. Da habe ich keinen freien Blick. Die Objekte gehen in der Regel halt im Osten auf, steigen hier am Himmel auf, sind im Süden im Transit, haben ihren höchsten Punkt und eigentlich auch die beste Sichtbarkeit und gehen dann Richtung Westen langsam wieder unter. Man kann sich das Ganze auch hier mal anzeigen lassen unter Einstellungen und dann Gradnetzreferenz und dann kann man sich hier die Meridianlinie mal einsenken lassen. Aber letztendlich ist das genau eine gedachte Linie Richtung Süden. Und wenn man sich jetzt hier irgendwas fotografieren will und weiß, okay, sag ich mal, wir haben jetzt 19:36 Uhr und ich möchte hier den Stern fotografieren. Da kann ich hier auf Auswahl, Objektinfo und dann sehe ich, der Stern ist 20:27 Uhr im Transit. Dann müsste der genau auf der Südachse liegen. So, wenn man das jetzt mal macht, geht jetzt mal 20:27 Uhr. So sieht man, ist er genau im Transit und ab dem Zeitpunkt kann ich fotografieren und habe ab da die ganze Zeit, bis das Objekt untergeht, bis 3 Uhr Zeit, den Stern zu fotografieren, als Beispiel. Oder ich gucke, was geht im Osten auf. Nehmen wir mal den Stern hier. Der ist dann 1:52 Uhr im Transit. Dann müsste ich, wenn ich so eine dementsprechende Montierung habe, 1:52 Uhr den Meridianflip machen und dann kann ich bis 8:53 Uhr weiter fotografieren. Das kann man entweder von Hand machen oder per Software automatisieren. Ich bin da gerade mit Nina dran, das automatisch zu machen. Hab da so ein bisschen meine Problemchen. Das zeige ich dann auch im nächsten Video. Aber man kann das halt auch von Hand machen und dann weiter fotografieren. So hat man die maximale Zeit. Aber man muss da halt, wenn es nicht automatisch läuft, das händisch machen. Und ja, ich stehe manchmal jetzt hier noch 2 Uhr nachts auf und mache meinen Meridianflip und lege mich dann wieder hin und lasse das nachts weiterlaufen. Okay, so mache ich das. Es gibt aber sicherlich auch andere Mittel und Wege, wie man das macht, aber jetzt soll es ja eigentlich um die Bildausschnitte gehen. So, und man hat hier unter dem Menü Beobachten, hier die unten die zwei Menüs, Teleskopanzeige und Equipment, das sind die beiden wichtigen, um sich die Bildausschnitte gemäß eigener Hardware anzeigen lassen zu können. Und da geht man hier einmal auf Equipment und das kann man sich vorstellen wie, ja, das eigene Equipment, was man halt hat, kann man sich hier individuell anlegen und was für den Bildausschnitt wichtig ist, einmal das Teleskop und die Kamera. Wenn man noch einen Reducer hat, kann man noch Reducer oder Barlolinsen hier hinzufügen für Brennweitenverlängerung oder Verkürzung, aber wir lassen es erstmal beim Teleskop. Das ist jetzt wahrscheinlich im Auslieferungszustand von Sky Safari etwas leerer, die Liste. Und die Menüs sind von Sky Safari 5 auch ein bisschen anders. Also ich hatte auch Sky Safari 5, das hat sich zu Sky Safari, ich glaube das ist hier 6, ein bisschen geändert. So, und dann legen wir einfach mal ein Teleskop an. Also man geht dann einfach hier auf Teleskop hinzufügen und dann entweder man sucht sich ja eins raus oder man erstellt einfach sich sein eigenes. So, und ich habe ein TS Optics, ja, ein TS Optics, die 420 mm mit 70er Öffnung. Das ist erstmal nur der Beschreibungstext. TS Optics. Die Öffnung ist eigentlich auch nicht wichtig. Da kann man eigentlich irgendwas eintragen, zumindest für den Bildausschnitt. Wichtig ist die Brennweite. So, das Teleskop hat 420 mm. Und dann sage ich hier zu meiner Ausstattung hinzufügen. So, dann ist das hinzugefügt. Hier unten erscheint das und dann kann ich noch eine Kamera hinzufügen. So, hier gibt es auch welche schon zur Auswahl, aber wir fügen einfach eine eigene hinzu. Ich habe eine Canon RP. Canon,
So, jetzt ist wichtig die Sensorbreite, also ist eigentlich die Auflösung. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel das genau ist. Hat 6269 Pixel und in der Höhe 4160. Und die Pixelgröße ist, ob das stimmt, 5,73 sagt er, okay, dann ist es so. Und über die Pixelbreite und die Pixelanzahl kann man die Sensorbreite ausrechnen. Und dann weiß das Programm, wie groß der Bildausschnitt ist in Kombination mit dem Teleskop. Das fügen wir jetzt auch mal der Ausstattung hinzu. So, jetzt haben wir die beiden wichtigen Sachen, die wir da brauchen. So, und jetzt geht man in das Menü, nicht Teleskop, sondern Beobachtung und dann Teleskopanzeige. Hier sind dann, ich glaube, schon drei vorgegebene Slots im Originalzustand, aber die sind alle ausgeschaltet. Was ich hier unten eingeschaltet habe, ist Anzeigen, auch wenn keine Verbindung zum Teleskop besteht, und Labels zeichnen. Der Rest ist aus. So, und dann kann man hier so einen Field of View Indicator hinzufügen. So, dann sucht man sich hier sein Teleskop aus. Das ist hier das, was wir da angelegt hatten. Dann ist ein Haken dran und dann die entsprechende Kamera. Das war hier die Canon RP. Irgendwie sieht die Sensorhöhe ein bisschen zu klein aus, aber gut. Lassen wir das mal so, wird schon passen. Dann haben wir hier die Canon RP. So, dann gehen wir hier auf zurück. Dann ist es hier unten angelegt, dann müssen wir es eigentlich nur noch einschalten. Und dann sollte jetzt eigentlich, genau, dieses Viereck hier erscheinen. Und das ist unser Bildausschnitt, meine Canon RP mit einem 420mm Teleskop. Und ich habe ja in meinem letzten oder vorletzten Video Orion fotografiert. Und so wäre der Bildausschnitt, oder so war der Bildausschnitt, den ich da verwendet habe. Ich habe natürlich da noch einiges gekroppt und da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr einplanen. Dann, wenn am Ende die Bilder gesteckt werden, fällt einiges am Rand halt weg, je nachdem wie gut man geguided hat. Beziehungsweise wenn man über mehrere Tage da Bildmaterial zusammensammelt, kann schon sein, dass in den Randbereichen einiges überlappt, was man dann halt wegschneiden muss. Also so würde das ganz gut reinpassen. Was dann vielleicht noch interessant ist, es gibt noch die Website Astronomy Tools. Dort gibt es hier unter Calculator so verschiedene Berechnungstools. Und eins davon ist nicht das hier, sondern CCD Suitability. Und da kann man runterscrollen. Und das könnte vielleicht ganz interessant sein für Einsteiger. Auch generell interessant sein, wie gut eigentlich die Kamera bzw. der Sensor zu dem jeweiligen Teleskop passt. Ja, muss man auch nicht überbewerten, aber das ist mal ganz interessant, das zu sehen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier unser 420mm Teleskop und wir hatten ja gerade gesagt, die Kamera hat eine Pixelgröße von 5,73 Mikrometern. Bin ich hier eigentlich im Undersampling, aber das ist wie gesagt nicht so schlimm. Da sagt man eigentlich, dass man könnte hier eigentlich mit einer Kamera rangehen, die noch viel kleinere Pixel hat. Zum Beispiel eine Micro Four Thirds Kamera, die wiederum aber einen kleineren Sensor hat. Ich glaube, eine Micro Four Thirds Kamera hat 3,75 Mikrometer, so Pixelgröße. Und dann ist man hier so im grünen Bereich. Würde man aber auch sehen, wenn die Pixel zu klein wären. Das reicht gar nicht aus, also mit der Brennweite hier. Das passt eigentlich ziemlich gut, dass man irgendwann hier im Oversampling-Bereich ist. Und da sagt man, dass dann halt die Sterne aufblähen und beziehungsweise kann man einfach nicht mehr Informationen rausziehen, weil man einfach durch die Sichtbedingungen limitiert ist. Das bringt einfach nichts mehr und von daher muss man gar nicht so kleine Pixel haben. Also hier kann man über den Kalkulator ganz gut sehen, ob Kamera oder Sensor gut zum jeweiligen Objektiv passt. Ne? Meine Astro-Kamera hat 3,75 Mikrometer große Pixel und mein großes Teleskop hat 128 mm Brennweite und das passt eigentlich noch ganz gut. Würde ich den Reducer rausnehmen, bin ich bei 370 mm, glaube ich, und da bin ich dann schon im Oversampling. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und bis bald. Ciao.